Es ist der größte Ideenwettbewerb Oberösterreichs, der Edison. Heuer gab es 60 Einreichungen und 12 Gewinner in 3 Kategorien. Darunter das Team von Diamonds. Die 3 Forscherinnen entwickeln einen Schnelltest für Endometriose. Die Erkrankung betrifft jede 10. Frau. Das Problem ist, die Diagnose von Endometriose dauert 6 bis 12 Jahre und zurzeit ist die Diagnose nur über eine Operation möglich. Unser Test kann man sich vorstellen wie eine Art Covid-Schnelltest, Zuhause-Test oder Schwangerschaftstest. Man sammelt Menstruationsblut und tropft das Ganze sozusagen auf einen Teststreifen und kann somit selbst sehen, ob man an Endometriose leidet oder nicht. In 30 Minuten ist das Ergebnis da, anstatt einer aufwendigen Operation. Noch 2 klinische Studien, dann will das Diamonds-Team ihren Test auf den Markt bringen. Für ihr Produkt bekommen sie den Erfinderpreis Edison. Für die besten Geschäftsideen gibt es Preisgeld im Gesamtwert von 22.500 Euro. Aus diesen Ideen werden dann sehr oft dann Unternehmen, werden Arbeitsplätze und damit auch Innovationskraft in Oberösterreich. Der Startup-Inkubator Tech2B organisiert den Wettbewerb. Tech2B berät Startups in jeder Phase. Wir versuchen, unsere Teams dabei zu begleiten, einmal die Zielgruppe zu identifizieren, die das Problem am schwierigsten hat oder am dringendsten verspürt, um mit der dann auch ins Gespräch zu gehen und wirklich herauszufinden, ob die vorgeschlagene Lösung auch den Bedarf deckt. Auch sie will den Bedarf decken. Ursula Dürr hat eine Bundspange erfunden, damit Hose, Rock und Co. perfekt sitzen. Mir war jedes Unterteil schon immer am Bund zu weit und ich habe mir gedacht, ja, ich möchte einfach keinen Gürtel tragen. Mich stört es, dass man den immer sieht, mich stört es, dass es keine Alternative gibt und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und dann ist mir das eingefallen. Man hat eine Platte und eine Spange, die man am Bund fixiert. Das Ganze dreht man dann um 180 Grad, dadurch entsteht eine Falten im Bund. Die fixiere ich dann nochmal und deswegen ist es dann permanent flexibel und ich kann einfach jedes Unterteil enger machen. Man kann viel leichter Secondhand kaufen, man kann Kleidung einfach auch viel länger tragen, weil wenn ich jetzt einmal 2, 3, 4 Kilo abnehme, ist das kein Beinbruch, weil ich das Unterteil trotzdem noch tragen kann. Auch Ursa Dürr gewinnt den Wettbewerb mit einer Geschäftsidee, an die vor ihr noch niemand gedacht hat.